Auch in Baden-Württemberg werden künftig mehr Studierende als zuvor BAföG erhalten. Laut einer Prognose der Bundesregierung sind es bundesweit 110.000. Nach der aktuellen BAföG-Novelle wurden die Bedarfssätze und Freibeträge um mindestens 7% angehoben. Beim Vermögen der Studierenden waren es sogar 44%. Die baden-württembergischen Studierendenwerke begrüßen die Gesetzesänderung und empfehlen auch denjenigen, die bisher einen Nullbescheid erhalten hatten, einen Antrag zu stellen. Für diejenigen, die bereits BAföG erhielten, gäbe es nach der Novelle ebenfalls einige Vorteile. Auch die Landesregierung begrüßt die Novelle. Es seien weitere Regelungen wirksam, die den Menschen unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund die Chance eröffnet, ein Studium aufzunehmen. Das BAföG wird zur Hälfte als Zuschuss und zur anderen Hälfte als zinsloses Darlehen ausbezahlt.